Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich so ein paar richtig Neuigkeiten. Ich sage nur die beiden Sachen hier. Oh hi, Huda steht auf dem Kopf. Zum Beispiel schminke ich mich heute mit der neuen Highlighter-Palette von Huda, mit dem Fenty Bright Fix Zeugs und auch noch so ein paar andere Sachen, was Neues von zu Eva, Too Faced, Smashbox, Kat Von D. Oh, sorry, KVD. Und ja, wenn ihr sehen wollt, was ich dazu sage, bleibt dran, es geht direkt los. So, heute habe ich mir noch mal ein paar Sachen rausgekramt, die ich mit euch noch nicht ausprobiert habe. Es sind ein paar richtig neue Sachen dabei und ein paar Sachen, ja, die hat man schon gesehen. Aber ich habe schon so ein paar Sachen, da müssen wir unbedingt gucken, wie das funktioniert. Fangen wir einfach an mit Base-Produkten. Und zwar habe ich die beiden hier schon eine Weile liegen. Und zwar den Milani Brightside Illuminating Primer. Und den probieren wir jetzt als erstes mal aus. Ich habe den irgendwie, als ich ihn bekommen habe, schon mal ausprobiert. Das ist schon ein paar Wochen her. Ich glaube sogar, meinen letzten Freitags-Haul, also den vor diesem letzten, den ich gedreht habe, da habe ich das schon gezeigt. Also wirklich schon lange her. Und ich muss sagen, ich finde den Primer jetzt, ich habe den halt, wie gesagt, einmal ausprobiert und ja, ist schon okay. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen grob. Ja, hat ein bisschen grobe Glitzis so. Aber ja, in Primern ist es ganz oft nicht so schlimm. Die Konsistenz ist relativ dickflüssig. Hört ihr den V? Wir hören nichts anderes als den V in der letzten Zeit. Meine Güte, ey. Also, das ist ein bisschen nervig. Also, es ist schon sehr dick und viel auf dem Gesicht, finde ich. Ich weiß nicht genau, ob mir das so gut gefällt, ehrlich gesagt. So, ich habe das jetzt mal einen Moment wirken lassen und jetzt nehmen wir die passende Foundation dazu, und zwar Milani Glow Hydrating Skin Tint. Leute, ein Hydrating Skin Tint. Wieso nicht mal ein Hydrating Skin Tint testen, nicht wahr? Heutzutage, oh Mann, ey. Es ist echt krass. Ich habe hier wieder meine Palette. Ich gebe da so ein bisschen was drauf und es hat wieder diese typische Hydrating Skin Tint Textur, die so ein bisschen, ja, so, ja, wie eine Creme einfach ist. Und ja, wir probieren das mal aus. Ich habe übrigens die Farbe 110 Fair to Light. Und ja, lass uns mal ausprobieren. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, ich habe den schon einmal ausprobiert. Ey, wie gesagt, ich habe in der letzten Zeit, ich meine, wenn ihr meinen letzten Freitagsfall gesehen habt, ich habe so unfassbar viel gekauft in den letzten Wochen, dass ich hatte so einen richtigen, ich sag das immer, ne, dass ich einen Kaufrausch hatte, aber diesmal hatte ich wirklich mehr Kaufrausch als sonst. Und okay, was haben wir denn hier für einen Duft? Lass es mal riechen. So ein bisschen süßlich kokosmäßig, würde ich mal sagen. Ja, ich bin schlecht in Düften beschreiben. Ihr könnt sehen, die Deckkraft ist wirklich sehr, sehr leicht. Also quasi eigentlich nicht vorhanden. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ja, ich habe es schon mal ausprobiert. Mir fällt es jetzt wieder ein. Es ist wirklich echt unfassbar leicht. Und das Einzige, was es euch bringt, ist eine Menge Glow. Also es bringt nichts außer Glow, finde ich. Aber nicht wie das zum Beispiel von Becca, was dann auch noch so Blurring-Effekt hat und so, sondern es ist, ehrlich gesagt, haut mich das nicht vom Hocker. Leider, ich mag nämlich eigentlich Milani total gerne, aber es ist so ein bisschen, ja, ihr könnt es ja sehen, ne? Es macht eigentlich nichts. Es macht eigentlich nicht viel. Klar, es lässt mich jetzt vielleicht ein bisschen frischer aussehen, aber so mit meinen Rötungen oder so,
macht es gar nichts. Hat einer von euch das schon ausprobiert? Das gibt's ja, ich glaube, Milani gibt's echt nur bei Beauty Bay. Ne? Ich habe es zumindest bei Beauty Bay gekauft. Und ja. Ja, ich sehe vielleicht fresh aus, aber mehr auch nicht, ne? Also, ja. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Machen wir mal weiter und gucken, wie sich das am Ende alles fügt. Ich habe natürlich das neue Zeugs von Fenty, und zwar Bright Fix heißt es. Sie sagt, sie hat das entwickelt für so No-Make-Up-Make-Up-Days. Ich meine, das wäre ja jetzt bisher zumindest sowas in die Richtung. Es soll unter dem Auge hydratisieren, es soll brighten, es soll so einen Smoothing-Effekt haben. Also ich bin wirklich sehr gespannt und muss mir mal einen Pinsel kramen. Wo ist eigentlich mein Pinsel? Da. Und ja, das probieren wir jetzt mal aus. Ich habe übrigens die Farbe Brille schon abgesetzt. Golden Ivory. Ihr wisst ja, ich mag das lieber so ein bisschen gelblicher. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen hier was rauszudrücken. Ja, diese Darreichungsform ist ganz okay. Und es heißt auch, dass es wirklich so einen Effekt haben soll, dass man es überhaupt nicht nach Make-up aussieht. Das ist jetzt so eine leichte Schicht. Man soll es auch, oh Jennifer, such doch erstmal deine Worte zusammen, bevor du anfängst zu reden. Buildable sein, also man soll das gut aufbauen können, was jetzt auch nicht schlecht wäre, weil auch das hat jetzt ja nicht so viel gemacht, ne? Muss man jetzt mal sagen. Ich denke nicht, dass das was ist für starke Deckkraft. Es gibt so, es gibt einige, die sagen, dass das möglicherweise so ein Dupe sein könnte oder ein Ersatz für unseren Becker Under Eye Brightening Corrector. Jo, also es gibt das ja auch in so einer Rosé-Farbe. Also ich finde nicht, dass es so von der Konsistenz sich da irgendwie ähnelt. Weil das hier ist sehr flüssig, sehr leicht. Der Becker Under Eye Brightening Corrector ist ja eher so dickflüssig. Sondern es ist wirklich ganz, ganz leichtes Zeug. Verträgt sich mittelmäßig gerade mit dieser Foundation. Ja, es sieht jetzt unterm Auge schon ganz nett aus, ne? Aber es ist, also wenn man irgendwie Deckkraft braucht, ist man hier, denke ich, nicht an der richtigen Stelle. Ihr könnt sehen, es sieht gut aus. Und ich kann mir das auch vorstellen für Leute, die nicht so Probleme mit Verfärbungen haben und wirklich für so, wie Jana selbst sagt, so No-Make-Up-Make-Up-Days, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich muss ja sagen, ich war ja immer, also Fenty hat mich ja bisher nie so richtig abgeholt. Bis zuletzt jetzt eben zu den Ease Drops und der Puder Foundation, die liegt auch hier gerade irgendwo rum. Das muss ich sagen, hat mich sehr glücklich gemacht, aber bisher war sonst nichts dabei, wo ich ausflippen könnte. Das hier, das, pff, ja, First Impression jetzt gerade, ne? Also ich kann mir jetzt nicht so ein großes Bild davon machen. Habt ihr, berichtet, ob ihr das schon habt. Ich, ja, finde es jetzt ganz, ganz nett. Also gerade so für so einen Tag wie heute könnte ich mir das schon durchaus vorstellen. Sie nimmt das aber in ihrem Video, sie hat so einen kleinen Clip dazu, auch für Spot Concealing. Wollen wir doch mal so ein bisschen hier nochmal auf die, oh, das war bestimmt zu viel, auf die Rötungen geben.
hat auf jeden Fall eine sehr angenehme Konsistenz, weil es ganz, ganz dünn ist und wirklich keine großartige Schicht irgendwie auf der Haut hinterlässt. Ja. Fühlt sich nett an. Ich teste es weiter und ihr werdet sehen, ob es irgendwann mal irgendwo auftaucht in Favoriten oder eben in Nicht-Favoriten. Ich sette das jetzt mal ein bisschen unterm Auge, wenn ich meinen Pinsel finde. Und zwar habe ich mir hier auch mal, weil ich gerade bei Fenty bin, dieses Fenty Pro Filter Instant Retouch Setting Powder in der Farbe Butter. Das habe ich hier in so einer Mini. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, dieses Mini, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war mal irgendwie irgendwo dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so gekauft habe. Ich weiß es echt nicht, ey. Ich habe es auf jeden Fall schon lange und ich fand es auch ganz gut. Und damit sette ich jetzt nur so ein bisschen meinen Augenbereich und einfach hier so ein bisschen. Ich werde nämlich gleich nochmal mit einer Puder-Foundation rübergehen, weil das dieses Milani-Zeugs hat halt wirklich überhaupt gar keine Deckkraft. Ne? Deshalb, ja, so ein bisschen darf es schon noch sein. Ja, und dann habe ich hier schon ganz lange liegen, dieses heiße Teil hier von KVD Vegan Beauty. Und zwar, na komm raus, diesen Shake Primer. Ich meine, alleine wegen der Optik und so hat mich das schon getoucht. Ich glaube, er liegt bei mir so viel rum, weil das ist ein Lidschattenprimer. Und der liegt bei mir, glaube ich, so viel rum, weil er eben keine Deckkraft hat. Also nicht wie der Paint Pot, der ist ja im Grunde wie ein Concealer. Und damit hat man sich schon mal so alles hier ausgeglichen. Und ich glaube, weil das hier das nicht kann, liegt es bei mir so rum. Es sieht halt mega cool aus. Man soll es schütteln, dann nimmt man einen Tropfen. Und ich weiß auch nicht, die Konsistenz ist eigenartig. Das ist irgendwie ölig. Und ich glaube, das wird man niemals aufbrauchen, weil so ein Tropfen reicht definitiv für beide Augenlider. Ich weiß nicht, was es, warum wir es nehmen sollten, wisst ihr? Ja, jetzt haben wir halt so ein bisschen Glossy Lid, würde ich mal sagen. Ich würde es mal ein bisschen eintrocknen lassen, bevor wir weitermachen. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen trocknen lassen. Und ich will heute eigentlich einen Creme-Lidschatten benutzen mit euch. Aber ich wollte jetzt, weil ich eben diese Base aufgetragen habe, mal so ein bisschen, ja, ein bisschen vorarbeiten. Einfach nur mal, um zu gucken, wie sich so der Lidschatten darauf verträgt und verblendet. Okay, fühlt sich interessant an, fühlt sich irgendwie so ein bisschen sticky an. Fühlt sich sticky an auf jeden Fall, lässt sich gut drauf arbeiten und der Lidschatten kommt auch richtig gut raus. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ja, ich weiß nicht, okay, guck mal. Ja, also der Lidschatten kommt richtig krass raus. Also, vorsichtig sein. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein. Interessant. Sehr interessant. Ich nehme jetzt nochmal so ein bisschen von dem ganz dunklen Braun aus der Palette. Okay, ja. Also, ich glaube, könnte geil sein, weil es die Farben richtig heftig rausholt. Also es ist sehr, also die Palette, hier diese Viseart Palette ist ja schon ein bisschen softer, ehrlich gesagt. Sie hat gutes Pigment, aber der Lidschatten Primer, der holt es jetzt ganz schön, der holt ganz schön was raus hier aus der Palette. Ich bin echt mal gespannt, wie das so von der Haltbarkeit sein wird. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme noch mal einen kleinen Pinsel und das dunkle Braun. Und ihr denkt jetzt so, ja Jenny, wow, deine Looks sind immer gleich.
Ja, man hat halt so seine Lieblingssachen, ne? Aber wir probieren jetzt gleich noch eine Creme-Lidschatten aus. Dann habe ich auch schon wirklich eine Weile hier liegen. So. Also, wow. Guck mal, wie intensiv das ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das doch... Ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze hier im Laufe des Tages auf meinem Gesicht hält. Es ist nämlich jetzt irgendwie 10 oder sowas. 10:30 schon. Halleluja. Und ich habe heute Abend um 8 Uhr noch einen Termin. Ich bin mal gespannt, wie ich dann aussehe. Wir probieren noch ein Creme-Lidschatten und zwar einen Dazzle Stick in Lightning Strike von KVD Beauty. Das ist so ein Stick und ich habe den schon mal ausprobiert neulich. Ich finde, er ist extrem cremig und ein bisschen so bröselig. Ich werde jetzt einfach mal diesen Stick nehmen und den hier so rübergeben. Der fühlt sich so kühl an, ganz komisches Gefühl auf dem Auge und verblende mir den so ein bisschen. Ich habe den schon mal ausprobiert und der ist ganz schön, aber mich hat nichts daran irgendwie besonders getoucht, so dass ich sagen würde, wow, das ist besonders toll. Also der ist schon recht glitzerig und hat auch eine schöne Farbe. Lässt sich auch gut verarbeiten, aber irgendwie war nichts dabei, wo ich dachte, meine Güte, das haut mich jetzt aus den Socken. Ich würde jetzt nicht sagen, jo, ihr müsst es unbedingt haben, also... Ich würde aber auch nicht sagen, es ist irgendwie schlecht. Deshalb... Es ist nett. Ich finde, diesen Effekt könnte so gut wie jeder normale Lidschatten auch hinkriegen, oder? Also, ja, haut mich nicht um. Dann habe ich etwas Neues und zwar gab es bei Aces, gab es Prozente und da habe ich etwas gekauft, was ich euch gleich zeige und irgendwie ist mir das hier noch mit reingehüpft und zwar Killer Kajal von Too Faced. 12 Hours Smudge Resistant Waterproof Long Wear Intense Black. Wow! Ich mag ganz gerne diese Liner, die man so rausdrehen kann. Und ich würde damit jetzt erstmal meine obere Wasserlinie eintünchen. Unser V ist wieder am Start, ey. Die untere Wasserlinie. Wir wollen ja wissen, ob das hält, ne? Und dann gehe ich nochmal hier so am Wimpernkranz entlang. Und schon tränen mir wieder die Augen. Das liegt aber, denke ich, nicht an dem Stift an sich, sondern einfach an meinen Augen, die im Moment sehr empfindlich sind. Kann man super mit arbeiten. Oh, und dann habe ich zwei neue Sachen von Soeva. Zum einen habe ich den Retouch Elixir Brightening and Correcting Pan. Den habe ich neulich schon mal bei Instagram zusammen mit euch ausprobiert. Das ist ja ein Brightening Concealer. Hallo. Nächstes, was alle Marken raushauen müssen. Ich habe ja jetzt schon was drauf. Machen wir nochmal in einem anderen Video. Ich fand ihn aber echt ganz gut, muss ich wirklich sagen. Ich habe da die Farbe Brighten Up. War das hier auch nicht Brighten Up? Nee. Ich bin schon ganz verwirrt. Ja, und dann hat Soeva noch eine Mascara rausgebracht, die Infinite Potential Mascara Full Volume. Erstmal finde ich das Packaging sehr schön. Soeva macht schöne Verpackungen, finde ich. Und auch das Bürstchen gefällt mir sehr gut.
So sieht das aus. So ein typisches Too Faced Better Than Sex Bürstchen. Und ich benutze die schon, seitdem ich die habe, fast jeden Tag, um sie ein bisschen so für euch zu testen, damit ich was sagen kann. Gefällt mir tatsächlich. Also ich finde, sie macht wirklich Volumen. Und sie bleibt auch schön vom, vom Schwung, bröselt nicht, lässt sich ganz gut abschminken. Ich bin erstmal sehr positiv überrascht. Mascara ist fertig. Ich finde die, wie gesagt, ganz schön. Man kann die gut aufbauen, die macht schöne Wimpern. Also erstmal bin ich damit sehr zufrieden. Ich würde jetzt erstmal noch ein bisschen Puder auftragen. Und zwar die Fenty Powder Foundation, weil ich finde, wie gesagt, ein bisschen Deckkraft kann ich noch vertragen und ich habe ja auch noch nicht abgepudert. Ich finde die immer sehr schön, diese Puder Foundation mit so einem fluffigen, fetten Pinsel aufzutragen. Das hier ist übrigens der Reffa 25, der Oschi. Ich liebe den Pinsel, also gerade hier für diese Puder Foundation benutze ich den unheimlich gerne. Und wie gesagt, diese Puder Foundations, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, so als reine Puder Foundation mag ich sie nicht so gerne, aber so on top auf so einem Tinted Moisturizer oder so finde ich sie wiederum sehr gut. Und auch nicht mit dem Schwämmchen. Viele haben ja gesagt, das geht super mit dem Schwämmchen. Ich mag das nicht so gerne. Ey, der V, ne? Leute, also wirklich. Im Winter und so war es irgendwie nicht so schlimm mit dem V, weil man hat auch das Fenster zu gehabt und das war alles nicht so ein Drama. Aber jetzt wird es wirklich langsam, ja, dass man schlecht einschlafen kann, weil er bis 11 Uhr auf irgendeinem Dach sitzt und rumschreit. Und er fängt auch um 4 Uhr morgens schon wieder an zu schreien. Ist es jetzt mal so ganz nett und Frauen sind tolle Tiere, keine Frage. Aber wenn er den ganzen Tag und die halbe Nacht rumschreit, zieh aufs Dorf, Jenny, da ist es schön ruhig. Als Bronzer nehme ich heute mal hier die Palette von Marc Jacobs, dieses Omega X3 in 250, also die dunklere Farbe. Ich finde das ja extrem schön, dieses Produkt. Ich finde den Bronzer total toll und ja, den benutze ich jetzt mal. Ich habe da nämlich nichts, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich euch das hier schon in Live in Action gezeigt habe. Nur in meinen Favoriten habt ihr das schon gesehen. Ja, dann kommen wir zu einem neuen Neuigkeiten-Produkt sozusagen, ganz neu. Und zwar Ultra Fine Pearls Dewy Shimmer. Warte mal, wie heißt du denn eigentlich überhaupt so ganz genau? Light Glow Obsessions von Huda Beauty. Sie hat quasi eine neue Variante ihrer Highlighter in dieser Mini-Größe rausgebracht. Und ganz ehrlich, ihr wisst, ich liebe Minis und ich finde das so schön, dass sie das gemacht hat. Also ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob hier irgendwie Glitzer drin ist. Bisher, so auf den ersten Blick, sieht es mal nicht danach aus. Sieht sehr schön aus. Das ist die hellste Variante hier übrigens. Und wir hauen jetzt einfach mal rauf, ne? Ich würde mal sagen, tja, das eine ist so ein bisschen rosé, ein bisschen bronzy, bisschen peachy und einfach nur Champagner. Was nehme ich denn? Dieser Roséfarben hat so ein bisschen Duochrome. Ich würde mal sagen, ich fange an mit dem hier. So wirkt direkt auf der Haut irgendwie so ein bisschen grob. Wisst ihr, was ich meine? Also es wirkt ein bisschen, ja, grob. Ja, es sieht für euch jetzt ganz schön aus,
Aber wenn man so ganz nah hinguckt, muss ich leider sagen, es ist ein bisschen grob. Ich weiß noch nicht, ob das... Ich nehme mal den hellsten Ton, den gebe ich mir mal hier hin. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mehr erwartet, also mehr Wumms. Wisst ihr? Also ich dachte jetzt so, Huda Beauty, das wird mich hier so vom Hocker hauen und ich werde leuchten bis zum Mond. Findet ihr das? Es sieht jetzt ganz gut aus, aber... Was ist denn da draußen jetzt los? Ey, ich hoffe, euch stört das nicht, so dieser Lärm von draußen. Lasst mich das mal wissen. Aber ich filme halt echt wirklich gerne jetzt, wenn das Wetter es zulässt. Ich mag gerne offenes Fenster. Ne? Also muss man einfach sagen, wenn es jetzt zu ätzend wird, müsst ihr mir es sagen. Warum habe ich denn hier so ein Haar? Ja, also finde ich, es ist ganz okay. Ich will jetzt nochmal diesen Bronzy-Ton so ein bisschen hier mal hingeben und ausprobieren. Aber auch der ist nicht wirklich zu dunkel. Das finde ich ganz gut. Und ein bisschen von diesem roséfarbenen mal hier. Auch da, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass man das wirklich... alles sehr gut tragen kann. Aber umhauen tut es mich jetzt leider irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie... Sie sind schon recht cremig so, aber... Ja gut, gucken wir mal, wie es sich fügt. Ich finde das Packaging übrigens wunderschön. Ich bin jetzt, ja, wie ihr wisst, eigentlich nicht so der größte Huda-Fan. In letzter Zeit macht sie ein paar Sachen, die mir wirklich gut gefallen. Aber so ihr Gesicht da so drauf... ich hätte lieber mein Gesicht da drauf... Okay, da muss ich wohl eine eigene Marke gründen, um mein Gesicht überall drauf zu machen. Ja, soll ich euch mal was sagen? Also so von der Textur und allem ist das mit der Drogerie zu vergleichen, würde ich jetzt mal auf den ersten Eindruck sagen. Ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich flippe aus. Ist auch nichts, was meine Textur irgendwie hervorhebt oder irgendwas so nicht schlecht. Aber es ist auch irgendwie, es ist auch nichts, wo ich jetzt sagen muss, boah, ey, krass, das ist ja mega oder so. Das ist ganz okay, würde ich mal sagen. So, ich habe mir jetzt mal Rouge aufgetragen. Ey, da draußen ist ein Lärm. Ey, das ist unglaublich. Das ist unnormal. Keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist, ey. Aber wir sind eh gleich fertig. Deshalb werde ich jetzt auch nichts mehr verändern. Ich habe drei Lippenprodukte hier liegen, über die ich kurz sprechen will. Zum einen habe ich mir noch ein Huda Beauty Power Bullet Cream Glow geholt. Und zwar in der Farbe Raja. Da habe ich ja schon Angel, den ich sehr schön finde. Der ist so, dieser Angel ist halt so ein Rosé. So richtig schön rosa. Und der neue, den ich habe, der ist so richtig schön nude, warmes Nude sozusagen. Finde ich schön. Dann habe ich mir geholt einen Rouge Coco Bloom in der Farbe Chance. Das ist auch so ein richtig schönes Nude, wie ihr sehen könnt. Alle sind sehr glossy, aber dieser Rouge Coco Bloom ist richtig krass glossy. Also der ist richtig wow. Der könnt ihr sehen, der ist fast wie Lipgloss. Oh, ich habe irgendwo hier so ein Haar, das killert mich. Mann, Mann, Mann. Und dann gibt es neue Smashbox Lippenstifte. Wie heißen die eigentlich? Die heißen Be Legendary Prime and Plush Lipsticks. In First Time habe ich hier. Toll, der ist schon voll versifft. Der hat so ein richtig schönes weißes, mattes Packaging. Und dann dieses rote innen. Hat dann hier so ein... Ja.
so ein X drauf gedruckt. Da hat meine Tochter schon mit rumgefummelt. Aber den benutzen wir heute mal, würde ich sagen, oder? Die Farbe ist nämlich richtig... Oh, die Farbe ist geil. Ich würde sagen, das ist ein ganz klassischer Lippenstift. Also weder besonders glossy noch matt, sondern einfach ein ganz normaler Lippenstift. Fühlt sich richtig gut an auf den Lippen. Richtig gut. Ich habe mir übrigens zwischendurch kurz Rouge drauf gemacht, ja. Also falls ihr euch wundert, wo das herkommt. Ich hatte kein neues. Gott, die Farbe ist so geil. Yes! Ja, die Farbe gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das ist so eine Farbe, die kannst du zu allem tragen. Zu einem knalligen Look, zu einem soften Look. Die wird, glaube ich, immer irgendwie cool aussehen. Fühlt sich auch gut an. Haltbarkeit, ich habe keine Ahnung, Leute. Aber ich gehe davon aus, es wird besser halten, so vom Gefühl, als jetzt diese hier zum Beispiel. Die sind ja wirklich sehr glossy und flutschig. Ne? Der ist schon so ein bisschen fester auf jeden Fall. Ja. So, Leute, das war's. I'm ready. Ich bin fertig. Tja, was soll ich sagen? Also ich sag euch ganz ehrlich, ich finde weder den Primer noch dieses Skin Tint besonders toll. Klar, ich sehe jetzt sehr glowy aus, ja, ist schön, nur irgendwie, ich finde die Konsistenz von dem Primer jetzt nicht so berauschend. Ich finde den Primer besser als diesen Skin Tint, weil der Skin Tint hat eigentlich nichts gemacht für meine Haut. Also ich finde, der hat weder meine Rötungen abgedeckt noch irgendwas. Ja. Also das finde ich jetzt nicht so toll. Ich finde auch die Konsistenz nicht so schön. Das ist sehr dickflüssig, sehr schwer und klebrig auf dem Gesicht. Also die beiden Produkte finde ich leider nicht so toll. Bei diesem Fenty kann ich noch nicht so sagen. Also hat aber auch nichts gemacht bisher, wo ich sagen würde, boah, ist das geil. Also jetzt so, bin ein bisschen krumpelig sogar unter den Augen. Werde ich auf jeden Fall weiter testen, aber jetzt erst First Impression ist nicht so, dass ich sage, ich kann mich nicht halten. Es ist okay. Ich finde die Mascara sehr schön. Der Lidstrich hier von Too Faced ist jetzt noch sehr schwarz auf meiner Wasserlinie. Mal schauen, wie das hält. Huda. Ja, auch nicht so toll, ne? Also ich muss sagen, wenn ich mir jetzt ein Produkt hier rauspicken sollte, was mich am meisten irgendwie überrascht hat, wäre jetzt hier dieser Shade Primer, weil der sehr intensiv, also die Farben sehr intensiv rausbringt. Wäre das jetzt so das, wo ich als erstes sagen würde, ja, finde ich richtig gut. Und den Lippenstift. Ja. Ja, ihr seht, Jenny ist nicht aus dem Häuschen bisher. Ich teste das mal für euch. Sagt mal, habt ihr irgendwas von den Sachen? Wie sind eure Erfahrungen damit? Und ich würde sagen, das ist das Ende des Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.